Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon SOTS. Ja, ich werde immer was anderes sagen scheinbar. Ja, wir sind hier in Love Lily City, oder wie die Stadt heißt, und die ist gerade übernommen worden von Team Tundra. Und wir sollen das Hauptquartier finden. Was ist denn hier los? Was ist so, zisch ab? Was ist so, zisch ab? Kann ich in den Markt gehen? Scheinbar ja. Kaufe ich mir einen Trank oder einen Supertrank? Das ist immer eine schwere Wahl. Ob sie hier vielleicht Items verkaufen, um von einer Höhle zu fliehen, wenn man feststeckt? Fluchtseil meinst du, ja? Ich brauche Gegengift. Ja, dann kauf's dir. Ich habe extra eine große Einkaufstüte mitgenommen, da ich heute viel einkaufen werde. Ja, mal sehen, was ich so einkaufe. Ich kaufe mir nochmal... shit, 10 Pokébälle kann ich mir nicht leisten. Ich kaufe mir noch 3 Gegengifte. Ein Fluchtseil könnte auch nicht schaden. Und dann belasse ich es, glaube ich, dabei. Okay. Ja, muss reichen. Dann ist hier News. Ich kann gar nicht in dieses Gebäude reingehen. Nee. Gehe ich mal hier hoch. Da ist ein Strand. Komme ich scheinbar auch nicht lang. Tisch ab. Ist da unten noch mein Pokémon Center oder ist das die Arena? Keine Ahnung. Was willst du, Tisch ab? Was ist denn los mit euch? Seid alle scheiße. Darf mir nichts ansehen. Okay, dann muss ich scheinbar hier irgendwo hoch. Verdammte Maximiertaste, die geht mir jetzt schon auf den Sack. Eine Höhle. Soll ich jetzt schon hier reingehen? Talonruine. Ja, okay, hier bin ich richtig scheinbar. Was hat ein kleiner Junge wie du jetzt zu suchen, ne? Das werde ich dir schon gleich zeigen. Schon sehr bald. Und der Hintergrund sieht cool aus. Ein Supertastu. Hab ich Trasla vorne? Ne, hab ich nicht. Das wäre ein bisschen passender gewesen. Biss! Ah, fuck. Ja, okay, gut. Ja, okay, gut, damit kommen wir klar. Möchte ich mir einen Zubat fangen, falls ich die Möglichkeit habe? Nee, ich glaube nicht. Ein Pfiffchen. Okay, da bleibe ich lieber drin. Ich wollte eigentlich mit Trasla kämpfen, aber gegen ein Unlicht-Pokémon? Nein, lieber nicht. Windhose! Level 7. Bisschen Training könnte mir vermutlich nicht schaden. Aber wenn es geht, möchte ich eigentlich Offscreen-Training vermeiden. Mal sehen, ob wir es vermeiden können. Ein EP-Teile wäre ziemlich praktisch, aber ich bezweifle, dass ich den hier bekomme. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit dieses Spiel fortgeschritten ist. Immer noch keine Items, dann bekämpfen wir den nächsten oder die nächste. Du willst mein eiskaltes Herz spüren? Dann komm! Eiskaltes Herz. Ich finde dieses Tee immer noch fantastisch von Tundra. Okay, Rüpel oder Rüpelin, ein Kusilla. Okay, Kusilla. Schlecker. Das Vieh ist schnell, warum? Nein, nicht paralysiert. Warum ist das Vieh so schnell? Will ich gar nicht wissen. Egal, es ist auf jeden Fall weg. Und Level 10 für Lavita. So sieht es gut aus. Er lernt Kreideschrei. Ein Schnäppke. Ja, gegen Eis-Pokémon habe ich so ein bisschen schlechte Wahl, ne? Okay, ich hätte theoretisch Trasla in den Kampf schicken können. Aber Wablu, nee, wenn eine Eisattacke kommt, dann hat Wablu ein Problem. Shit hat nicht gereicht. Okay, Lavita, jetzt musst du treffen. Ich bitte dich. Danke. Sehr schön. Und Rüpel besiegt. Ja, Team Tundra hat echt Potenzial. Das könnte halt echt was sein. Okay, wir nehmen Trasla an die Spitze. Wobei, Wablu... Nee, nicht Wablu. Noch nicht. Was habe ich denn für Beeren eingesammelt? Vergiftung und Siedelbeere. Ja, ich gebe mal eine Siedelbeere an... an Wablu. Und die andere gebe ich an Trasla. Und... ah, komm. Wir geben die Passivbeere an Lavita. Warum nicht? Und dann habe ich Paraheiler leider. Nur noch ein Stück. Aber ich muss Lavita heilen. Nicht, dass irgendetwas passiert.
So, und weiter geht's. Und hier drin haben wir zum Beispiel... ein Kleinst... Ach so, ich wollte schon sagen, was ist das denn? Hab's beinahe nicht erkannt. Okay, ein Kleinstand wäre cool, weil ich glaube, hier könnte ich sogar mir einen Geowatz holen. Weil ich glaube, es braucht ein gewisses Level, damit sich Geodok zum Geowatz entwickelt. Glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass ein paar Dinge geändert wurden, weil Lavita ist nicht standardmäßig die Drache, ja. Und Nibel, oh. Will ich auch nicht unbedingt mit Trassler kämpfen, ehrlich gesagt. Nicht so praktisch. Silberblick. Okay, kleines Lavita. Sollten wir hinkriegen. Kratzer. Ja, ist nicht sehr effektiv. Finde ich gut. Ein kleines, süßes, liebes Lavita. Ich war schon immer ein Fan von Lavita irgendwie. Verhühner. Mach das ruhig. Das interessiert mich nicht. Ich greife so oder so an. Oh, ich sollte mal den Biss versuchen. Bringt mir vielleicht ein kleines bisschen mehr. Wir werden es gleich sehen. Ja, auch nicht wirklich. Okay, bleiben wir bei der Windhose. Und in der nächsten, beziehungsweise in dieser Runde, wird Sneebel besiegt sein. Tschüss, Sneebel. Oh, Level 8 für Trassler. Fantastisch, sowas will ich sehen. Und kein Level Up für Lavita. Aber Lavita könnte einen Trank vertragen, würde ich sagen. Machen wir, weil wir wollen es natürlich nicht verlieren. Obwohl, wir spielen ja nicht nach Nuzlocke-Regeln von wegen, Pokémon ist besiegt, du musst es ablegen. Nee. Habe ich irgendwie keine Lust. Das hätte ich von Anfang an überlegen müssen. Habe ich aber nicht und deswegen lassen wir es. Es bleibt immer noch die Überlegung, ob ich mir einen Kleinstein holen möchte oder nicht. Aber ich glaube halt eher nicht. Ja, bin ich mal gespannt, ob du es irgendwie aufnehmen kannst. Ein Onix mag ich irgendwie wesentlich mehr. Aber ich weiß nicht, ob ich es entwickeln kann. Ich denke ja, aber... ne? Immer diese Eis-Pokémon. Ja, was erwarte ich bei Team Tundra, dass sie... Pflanzen-Pokémon haben, wenn sie Tundra heißen? Eher weniger. Wow, zu viel Schaden. Und Trassler macht... ja... kleines bisschen mehr. Aber das Vieh ist schneller. Deswegen muss ich gleich wechseln. Wobei, nee! Trassler trägt die Sindelbeere, isst sie und kann den nächsten Angriff noch standhalten. Sehr gut gemacht, Trassler. Sehr gut gemacht. Ich wusste, in dir steckt Potenzial. Ich wusste es. Und weg mit dem Schnäppke. 42, ist gut. Und den nächsten Rüpel besiegt. Ja, gegen Eis-Pokémon möchte ich halt wirklich nicht Wappel kämpfen lassen. Wirklich nicht. Trank den letzten an Trassler. So. Keine Tränke mehr. Ein Pokémon möchte ich mir hier drin noch ansehen. Komm schon, eines. Hallo? Hallo? Danke. Ich wollte schon sagen, kommt da nichts mehr? Ein Onix. Da wäre ich jetzt halt echt ein Fan von. Wir versuchen es zu fangen. Onix ist halt so ein cooles Pokémon, wie ich finde. Okay, wir versuchen es, Leute. Wir versuchen es. Vielleicht schaffen wir es nicht, da wäre ich auch nicht traurig, aber wir versuchen uns einen Onix zu holen. Eins. Shit. Kreideschrei. Okay, vielleicht lasse ich es denn auch. Allzu viele Bälle möchte ich auch nicht verschwenden. Onix ist zwar cool, aber... ja gut, komm, lassen wir es. Oh mein Gott, viel zu viel Damage. Konfus. Shit. Du scheiß Onix. Fällt dir ein? Es fällt dir eigentlich ein hier? Frisst die Windung. Was zum... wie schnell ist dieses Onix bitte? Hätte ich mir doch holen sollen, theoretisch. Naja,
Egal, Level 11. Okay, nicht so gut. Trasla ist besiegt. Nehmen wir Lavita nach vorne, weil Wablu gegen Eis-Pokémon, wie gesagt, ist nicht so die optimale Wahl. Jetzt, wo ich zum Tor raus möchte, kommen noch wilde Pokémon. Nochmal ein Kleinstein, dessen Animation halt fantastisch aussieht. Aber nein, danke. Und raus da. Talon Ruine. Oh mein... Wow, was ist das für eine Höhe? Eine Riesentreppe hier. Ob das gut kommt hier? Doppelkampf vielleicht. Du bist also Johnny, endlich begegne uns. Zeig mir deine Kraft, vor der alle so große Angst haben. Ich frag mich, wie die gucken, wenn du verlierst. Ein Doppelkampf mit unserem Wablu, das ist gar nicht mal so gut. Verdammte Maximiertaste, echt. Die legt mich gerade auf. Bin ich jetzt nicht gerade ein Fan von. Okay, wir erledigen zuerst Cosilla mit Biss. Und du Schnabel auf, ja meinetwegen auf Schnäppke. Nicht auf Wablu bitte. Auch bei Lavita macht es zu viel. Ach, das trifft beide. Shit. Ja, shit. Wir haben ein Problem. So. Was für dich? Leveler für Wablu. Immerhin das. Das macht kaum Damage, ja. Aber Wablu hat die Sinelbeere. Okay, nach diesem Kampf muss ich sowas von meine Pokémon heilen gehen. Wir werden in der Höhle bestimmt gegen einen Boss oder sowas antreten müssen von Team Tundra. Oh, shit. Komm schon, hier zwei. Oh, Volltreffer. Und Wablu, komm. Yes. Fantastisch, Wablu. Wunderprächtig. Vorstand Markus und Vorstand Lydia besiegt. Verloren gegen dich, aber wie ist es möglich? Du bist ganz schön selbstbewusst. Hier, $1000. Danke. Wenn dein Selbstbewusstsein so stark sein sollte, geh weiter. Unser Boss wird dich zu 100% zerschlagen, das garantiere ich dir. Leute, Moment, ich heile meine Pokémon. So, geheilt. Gehen wir weiter. Oh, yeah, ein Rutschrätsel, fantastisch. Ha! Ha, bin ich nicht gut? Ich bin gut. Mein Gott, was sind das für... Ich strecke meinen Kopf ziemlich nah an den Bildschirm. Sind das Latios und Latias? Und das die beiden Seelentau? Es könnte in der Tat sein. Shit! Johnny schaut sich die Eiskulptur näher an. Es ist festzustellen, dass es sich hier um wirkliche Pokémon handelt, die zu Eis erstarrt sind. Ach du Scheiße. Moment mal, was hast du jetzt gesucht, ne? Oh, fuck. Was macht ein kleiner Junge hier, hä? Ich dachte, das Team ist äußerst strategisch vorgegangen. Was sehe ich denn hier? Ja, ein kleines Kind. Naja, wie dem auch sei. Wenn du schon mal hier bist, kann ich dir ja erklären, was wir vorhaben. Letztendlich ist es ja nichts Schlimmes. Ich höre. Vor dir sind die zwei mächtigsten Geschöpfe dieses Planeten. Ich rede von Latios und Latias. Ob das die beiden mächtigsten Geschöpfe sind, ich weiß nicht. Diese Geschöpfe des Lichts sind in der Lage, die gesamte Welt zu verbessern und zu beschützen. Sie taten es schon einmal und wir werden es wieder tun müssen. Doch vor langer Zeit sind sie verschwunden und man hat sie nie wieder gesehen. Doch alle 100 Jahre kehren sie zurück, um die Erde wieder ins Gleichgewicht zu lenken. Die 100 Jahre sind vergangen und sie sind nicht erschienen. Sie haben uns im Stich gelassen. Aber den anderen Menschen weltweit haben sie geholfen. Verstehst du? Latias und Latios müssen schon längst wieder erwacht sein. Aber aus irgendeinem Grund war es diesmal nicht der Fall. Da, wo wir sie am meisten gebraucht haben. Wir leben in einem Dorf namens Gletscheria. Dieses Dorf ist vor einiger Zeit von einer dicken Schneeschicht begraben worden. Ich rede hier von einer Eiszeit, die sich über die gesamte Welt ausbreiten kann. Jedoch ist das nicht sicher.
da diese Eiszeit sich bis jetzt nicht über das Meer ausgebreitet hat. Experten meinen, es bestehe kein Risiko. Deshalb lassen sie uns links liegen. Ich frage dich, ist das fair? Nein, eigentlich nicht, hast du schon recht. Ist es natürlich nicht. Da niemand uns gedacht hat, werden wir nun an uns selber denken und handeln. Ich werde nicht zusehen, wie mein Dorf und meine Familie einer nach dem anderen durch die Kälte sterben. Ich werde Latias und Latios mit Hilfe dieser Steine wiederbeleben. Die beiden Seelentau geben Latias und Latios eine unglaubliche Kraft. Sie werden mit Hilfe dieser Eizel stärker als jedes andere Pokémon. Jedoch besteht das Risiko, dass die Welt ins Ungleichgewicht gerät. Aber es ist total egal, denn die Erde wird so oder so untergehen, wenn nichts unternommen wird. Du kannst also zusehen oder mich bekämpfen. Möchtest du gegen mich kämpfen? Oh mein Gott. Leute, so eine schwerwiegende Entscheidung werde ich gerne vertagen. Denn das war's für heute mit Pokémon SOTS. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!